So, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jujutsu Kaisen Battle Bright. Heute geht es um das Thema, was kommt denn jetzt nach Utah? Ganz einfache Antwort, Ghetto. Spaß. Ey, Freunde, die Global-Spieler, die jetzt nicht mehr wissen, wohin mit meinen Kaijus. Ich habe jetzt Utah gezogen, by the way, apropos Utah ziehen. Ich habe ihn nochmal gezogen. Ich habe mir just for fun mal die Tickets geholt, den ein Multi für 8 Euro und dann habe ich ihn nochmal gezogen. Crazy. Wenn ihr den Screenshot sehen wollt, im Community Tab. Freunde. Jetzt aber die Frage, was kommt nach Hollow Purple? Ach, was kommt nach Utah? Und die Antwort ist Hollow Purple Gojo. Wenn wir nämlich hier in die Timeline der Events mal schauen, nach JJK 0, erstmal kommt Ghetto kommt auf jeden Fall, Ghetto, keine Ahnung wie ihr ihn nennen wollt, ich nenne ihn Ghetto. Ghetto kommt, dazu noch ein paar Memories, ne, 2 Stück, die aber beide vom Banner sind. Kommt kein, ich glaube mit Ghetto kommt kein neues Event. Ne, auf jeden Fall hier kommt dann noch ein Night Parade of 100 Demons. Weiß ich nicht, ob wir das auch auf Global kriegen. Mal sehen. Ja. Wir gucken einfach mal. Nach Ghetto und Utah kam nämlich auf JP erstmal Megumi. Und Megumi haben wir ja schon auf Global. Das heißt, wer kommt nach Megumi? Nach Megumi kommt, beziehungsweise kam, dieser Yuji, über den wir auch schon öfters geredet haben, jetzt schon auf dem Kanal. Ich glaube ein oder zwei Mal. Aber wir haben über ihn geredet. Deswegen schaut euch das Video an. Welche Charakter kommt zunächst auf Global? Jetzt ist das Video quasi V2. Nur, dass ich euch sage, wer nach Utah der beste Charakter ist. Na? Dieser Bursche kommt. Hollow Purple Gojo. Er ist ein Debuffer. Mixed. Und er ist crazy. Ist er besser als der blaue Gojo? Ja. Er hat Black Flash. Das ist gut. Er verlässt den Kampf auch nach 7 Runden. Und hat dann seine Debuff-Skills. Ne? Er ist nämlich ein guter Debuffer. Und natürlich auch ein guter DPS. Aber mainly ein Debuffer. Er decreased nämlich Taijutsu und Jutsu Damage für 2 Runden. Mit seinem zweiten increased der eigenen Damage und increased selected enemies Damage. Okay. Enemies Damage. Okay. Interessant. Gojo. Aber er increased auch Damage Taken Received. Na, gut. Hat dann bei Skill 3 noch Increase Own Break Damage. Also heißt es wieder, er ist gut im Dingens hier, im Barrier Breaken. Solche Charakter sehe ich sehr gerne. Deal Jujutsu Damage natürlich und Decreased Enemies Damage bei 10%. Ziemlich guter Charakter. Die Ult hat auch einen guten Multiplier wie Utah. Und verlässt dann aber nach der Ult direkt den Kampf. Direkt. Es ist auch eine AOE, ne? Of course. Und ja, im Prinzip ist er wie der blaue Gojo nur besser und debuffer. Ich feiere den Gojo, aber auf meinem Main-Account, ne, wird es keine Summons zu ihm geben, weil ich werde ihn skippen. Und warum ihr ihn auch skippen solltet, vielleicht. Klar, wir reden kurz. Früher oder später kommt Tower of Illusory und da braucht ihr am besten von jedem Typus eine Rolle, ein DPS, ein Debuffer, ein Buffer, blabliblub, alles. Freunde, früher oder später wird er hier in den Ticketpool geaddet, ne? Spart eure Silbertickets deswegen. Wenn er in den Silberticketpool kommt, werde ich mit meinen Tickets ein Summon-Video machen, klar. Aber erstmal nicht. Er kommt auf jeden Fall nach Utah, das wollte ich euch nur gesagt haben. Dann, wer kommt noch nach Gojo, der es wert ist. Yuji ist by the way nicht so viel wert, er ist okay. Aber Hollow Purple Gojo ist es schon definitiv sehr viel werter.
definitiv sehr viel besser. Danach kommt hier so Pickup Gacha. Da braucht ihr auch absolut gar nicht sammeln. Das sind alles hier Standard-Banner, Standard-Banner, Standard-Banner. Danach kommen Kamo und Momo. Momo tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Momo ist der beste Support im Game. Wollt ihr eigentlich auch haben, aber wird auch in den Standardbanner hinzugefügt. Ne? Deswegen auch erstmal ein easy Skip von meiner Seite. Hallo, kratz hier nicht rum. Ja, reden wir kurz über sie. Increased Damage Received für die Gegner. Geil. Increased All Allies. Increased All Allies Break Damage. Sehr geil. Increase All Allies Damage natürlich. Increase All Allies. Alles klar. Dann noch Crit Hit Rate, Crit Hit Damage und Crit Hit Resistance. Nee, Decrease Enemies Crit Hit Resistance und dann mehr Crit Schaden und alles und Banger und wirklich. Ja, geil. Danach hat sie noch einen Stun und einen Decrease Ult Count Gauge by One. Heißt, wenn ihr sie habt, wird Jogo definitiv kein Problem mehr. Formidable Foe, wenn ihr den noch nicht geschafft habt. Mit ihr wird es dann auf jeden Fall kein Problem mehr. Und sie ist halt auch so broken. Sie ist so broken. Sie ist absolut gestört vom Support-Aspekt her. Aber Noritoshi Kamo, braucht ihr den? Nö. Der ist mit. Dann, ihr seht, by the way, wie viele Kaijus JP bekommen hat. Ich hoffe, wir bekommen die auch. Und hier auch ein neues Event. Das hatten wir bis jetzt auf Global noch gar nicht. Ein Powerful Enemy Battle. Das hoffe ich, dass wir das auf Global auch bald bekommen. Wäre sehr cool. Danach haben wir Nobara. Und Nobara könnte auch als eine der nächsten Charakter kommen. I don't know, ne? Sie ist auch super strong. Oh. Sie hat ein Adjustment bekommen. Okay, sie hat mehr Increased Jutsu Damage. Okay, sie hat anscheinend einen Buff bekommen. Okay. Unchanged. Oh, cool, toll. Unchanged. Okay, anscheinend doch nicht. Ah, doch, das hier. Ihr Skill 3 wurde gebufft. Ja, im Prinzip. Dealt Damage. Na klar. Logisch. Selected Enemies Nail Count bei 3. Decreased Jutsu Damage vom Selected Enemy. Increased Nail Count mal wieder. Increased All Enemies Jutsu Damage Received. Und dann hier: The higher the Enemy Nail Count, the greater the Damage. Removes All Nail Count. Ne? Ihr wollt am besten hier ganz viele Nails aufbauen und dann mit Skill 3 ordentlich reinhauen. Der wurde auch gebufft anscheinend. Ja. Super. Toll. Ihre Ult ist auch strong. Ansonsten, sie overall ist ein guter Damage-Dealer. Ne? Also, sie ist fast so gut wie die gelbe, also sie ist besser als die gelbe Nora. Ich finde sie auch sehr, sehr strong. Und sie wird aber auch in den Limited Pool Banner kommen. Genauso wie Momo, wie Hollow Purple Gojo, wie Yuji, wie Noritoshi Kamo auch. Aber wie alle diese Charakter, für die ihr möglicherweise summonen wollt. Deswegen macht da erstmal einen ganz, ganz ruhigen. Und ob da jetzt, keine Ahnung, im Januar schon direkt der nächste Banger kommt, oder ob das noch eine Weile auf sich warten lässt, werden wir dann sehen. Vielleicht bringen sie auch schon zu Weihnachten einen neuen Charakter. Ansonsten seht ihr ja, was hier kommt. So, ja. Hier kommt, by the way, Mahito auch in den Pool. Später aber erst. Also wirklich sehr spät. Das ist crazy. Ja, Freunde, ihr müsst natürlich im Umkehrschluss müsst ihr mal wissen, selbst wofür ihr summont. Ansonsten, ja. Ich kann euch nur empfehlen, die besten Charakter, wofür es sich auch lohnt zu summonen. What the fuck, was ist das? Die besten Charakter, wofür es sich erstmal lohnt zu summonen. Als Free-to-Play-Spieler. Oder wenn ihr Yuta jetzt nicht ziehen solltet. Spart erstmal oder rerollt am besten. Und dann spart ihr für Hollow Purple Gojo. Wenn ihr aber sagt euch, ja, ich möchte jetzt nur für Limited Character summonen,
Dann haben wir noch hier was Schönes für euch. Hab ich noch hier was Schönes für euch, ne? Und zwar kommt hier Teen Gojo. Teen Gojo ist auch OP. Und Teen Geto, na klar. Die beide sind gestört. Die sind absolut gestört. Und dann kommt noch der dritte im Bunde. Toji. Toji ist auch geisteskrank. Und das sind mal wieder Limited Character. Heißt, Hollow Purple Gojo. Die anderen, die sind alle nicht im Limited Pool. Die könnt ihr immer ziehen, sobald sie hinzugefügt werden. Ich werde ein Video machen, sobald sie hinzugefügt werden zum Ticket Pool. Bis dahin spart eure Silbertickets, bitte. Bitte spart eure Silbertickets. Toji kommt. Teen Gojo und Teen Geto kommen auch. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich für die drei sparen. Ich will alle drei am liebsten haben. Deswegen auch erstmal keine Summons mehr vom Main Account auf Global. Ne? Und ja, vielleicht ein paar Ticket-Summons für Hollow Purple Gojo. Aber für Yuji und so etc. gibt es keine Summons. Ansonsten, ja, kommen halt noch hier diese ganze. Hollow Purple Gojo hat sogar einen Rerun. Wie frech. Goodie, Freunde. Das sei erstmal so gesagt. Spart mit allem. guckt, wenn ihr Bock habt, ein bisschen für Hollow Purple Gojo reingehen. Ansonsten lohnt sich aber erstmal niemand. Maybe für Momo. Momo oder Hollow Purple Gojo. Ich will niemanden sehen, der für Nuri Toshikamo sammelt. Oder für den Yuji. Oder für sonst noch irgendwen, der nicht limitiert ist. Irgendwann in einem Jahr kommen auch noch hier die Anniversary Character. Aber bitte, bitte spart eure scheiß Summons, ne? Spart wirklich. Ich flehe euch an. Spart die Cubes. Na klar, für Domain Megumi wollten wir alle mal summonen, weil, boah, das ist der erste krasse Character, der auf Global kommt. Wir sind alle reingegangen, obwohl wir eigentlich für Yuta hätten sparen sollen. Für mich ist gut ausgegangen. Für viele von euch aber nicht. Deswegen, spart eure Multis. Ich kann es wie immer nur sagen, Hollow Purple Gojo wird euer Way to Go sein, falls ihr weiter summonen wollt und aktiv die Charakter haben wollt. Spart, spart einfach eure Silbertickets, ihr werdet ihn da ziehen, ich verspreche es euch nicht. Aber die Chance ist wahrscheinlich, dass ihr ein Free-to-Play zieht, ohne einen einzigen Kaiju zu geben. Deswegen, bitte, spart. Spart. Gut, Freunde. Ihr wolltet wissen, was als nächstes kommt. Jetzt wisst ihr es. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Sagt mir gerne in die Kommentare, werdet ihr für Hollow Purple Gojo ziehen oder für Nuri Toshikamo? Bitte nicht. Wir werden uns sehen. Im nächsten Video kommt in den Discord. Habt eine geile Zeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, tschüss und ciao. Wir sehen uns wieder und haut rein und ja, Maul jetzt. Oh, mein Hecken.